Ja, ist ein unglaubliches Erlebnis. Ich denke, vor der Kulisse war es unglaublich toll, endlich mal zum Einsatz zu kommen. Und ja, war ein super Spiel für uns. Also vielleicht ein paar viele technische Fehler, aber war ein tolles Erlebnis. Ja, also ich bin nicht top zufrieden, ich bin aber auch nicht unzufrieden, aber die Mannschaft hat es mir leicht gemacht, bringt mich in die Situation, die ich brauche. Und dann bin ich glücklich, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und ja, trotzdem können wir nicht zufrieden sein, wie wir eigentlich das ganze Spiel über leichtfertige Fehler machen. Das ist ein bisschen zu grün hinter den Ohren und kann uns gegen Top-Teams ein Spiel kosten. Da müssen wir einfach reifer werden in den nächsten Tagen und zusehen, dass wir leichte Fehler abstellen. Ich muss offen gestehen, dass Algerien einfach heute den technisch besseren Handball gespielt hat als wir. Aber ich bin froh, dass wir dann in der Abwehr zumindest über den Kampf noch die Sache abgebogen haben und dann am Schluss doch noch deutlich gewonnen haben. Ich glaube, heute Abend werden wir noch eine Besprechung haben mit Martin. Das Grobe wird er nochmal abarbeiten, als was ich gerade schon erwähnt habe, den technischen Fehler und so, dass es einfach nicht, dass diese Unkonzentriertheit einfach nicht geht in so einem Turnier. Aber jetzt viel zu lange darüber nachzudenken, ist in dem Turnier auch einfach nicht möglich. Es ist eben auf einer WM, wir spielen am Sonntag schon wieder. Und da ist nicht viel Zeit, über das letzte Spiel nachzudenken.